Hi, hier ist Mr. Lagiol, heute mit 4 Lagiol Taschenmesser von der Schmiede Lagiol Enobrac. Es sind 3 Taschenmesser, Lagiol Taschenmesser aus der Edition Bell mit einer wunderschönen Mammut Stoßzahn und ein Taschenmesser aus der Coltar-Reihe. Das ist ein ganz neuartiges Taschenmesser von Lagiol Enobrac. Das ist kein Lagiol, sondern eine kleine Überraschung. Bis gleich. Ich möchte euch heute gerne 3 Taschenmesser, 3 Lagiol-Taschenmesser von der Schmiede Lagiol Enobrac vorstellen, aus der Edition Bell, mit wunderschöner Rückengeloschage und Biene. Und mal ein ganz außergewöhnliches Messer, das so ein bisschen aus der Reihe tanzt, aber dennoch wunderschön ist. Schauen wir uns mal ganz kurz erstmal einen Überblick die Taschenmesser an. Wir haben hier Bell 14 mit einer schönen Biene und Rückengeloschage in dem oberen Drittel. Dann Bell 15, auch mit einer außergewöhnlichen, etwas dickere Biene, auch mit Giloschage im oberen Drittel. Dann haben wir hier Bell 16 mit einer Giloschage im unteren Bereich und einer sehr modernen Biene. Und hier haben wir unser außergewöhnliches Taschenmesser. Wenn man sich anguckt, auch von der Seite, hat eine ganz, hat eine ganz andere geformte Klinge und auch ein anderer Griff. Und hier haben wir auch eine Biene, aber wie das natürlich jetzt funktioniert, da kommen wir gleich dazu. Vorher möchte ich mal gerne kurz ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben immer wieder mal Kunden, die ein sehr hochwertiges Messer, wie zum Beispiel diese Taschenmesser, die um die 1000 Euro kosten, mal gerne zurückgeben möchten. Und ich habe festgestellt, dass sie so ein bisschen unangenehm ist für die Kunden selber, ein solch teures Produkt zurückzugeben. An dieser Stelle möchte ich dir eigentlich Mut machen. Wenn dieses Taschenmesser, das du gekauft hast und das du in den Händen hältst, nicht gefällt, dann wirklich gib es zurück. Schreib mir eine ganz kurze Einzahler, du musst doch gar nicht begründen, warum. Denn diese Taschenmesser, diese Lagiol-Taschenmesser, das ist auch wirklich immer mit Emotionen verbunden. Es ist natürlich auch so, dass heute, gerade in den letzten 2 Jahren, nicht nur, dass viele Geschäfte geschlossen werden und auch eine Großzahl an Menschen vom Einkaufen in solchen Geschäften abgehalten werden, sondern es ist ja auch so, dass eine Bewegung, gerade wegen Coronavirus, eine Bewegung stattfindet, ein bisschen weg von dem stationären Handel zum Internet. Und es ist ja auch so, dass unsere Auswahl mit über 2000 Lagiol-Taschenmesser, die wir in unserem Shop haben, auch nirgends wo auf der Welt findest, diese wahnsinnige Vielfalt, das auch eigentlich ein super Kennzeichen ist von Lagiol, diese unglaublich tolle Vielfalt an Griffen, an Materialien, an Gewichten. Da geht es ja wirklich von 70 bis 130 Gramm pro Messer, die unterschiedlichsten Materialien und Giloschagen. Und natürlich ist eine solche Entscheidung für ein Taschenmesser, auch ob es jetzt 100 oder 1000 Euro kostet, auch eine Sache, die man eigentlich im Grunde genommen anfassen muss. Das heißt also, das Allerbeste für dich wäre, während du in einem Geschäft gehen könntest, wo eine solche große Vielfalt ist, wo du vielleicht sogar Stunden dich da aufhalten könntest und alle Messer mal anfassen würdest, damit du fühlst, wie ist die Oberflächenbeschaffenheit, wie fühlt sich das Messer in der Hand, wie wirkt diese Giloschage in Natur. Natürlich versuche ich ja mit meinen Videos, die diese Messer näher zu bringen. Ich drehe die auch ganz langsam hier in dem Video, zeige dir von allen Seiten, damit du alles siehst. Aber dennoch ersetzt dieses Video nicht das Gefühl, das du hast, wenn du es in der Hand hältst. Und vor allem auch die Emotion, die du hast, wenn du wirklich es in der Hand hältst und sagst, es ist meins. Und manchmal ist es einfach so, dass keine Emotion rüberkommt. Dass das Taschenmesser vielleicht aus irgendeinem Grund einfach nicht deins ist. Dass dein, entweder ist an dem Messer selber irgendwas dran, was du vielleicht gar nicht in dem Video oder auf den Bildern gesehen hast. Oder dein Bauchgefühl sagt dir, das Messer ist zwar großartig, ist zwar sehr schön, aber ich baue keine Verbindung zu dem Messer auf.
dann ist nicht schlimm, dann schicke ich es zurück. Wie schon sagte, wir schicken dir dann einen Rücksendeschein, sodass du es auf unsere Kosten zurückschickst und erstatten dir das Geld auch, sobald du das Messer schickst und bei uns eintriffst. Du kannst es, wenn du möchtest, verrechnen mit einem anderen Taschenmesser, dann bezahlst du nur die Differenz oder wir erstatten dir die Differenz, je nachdem, ob das andere Messer teurer oder günstiger ist. Du kannst das Geld auch bei uns parken und sagen, hier, ich möchte gerne vielleicht in einem Monat nach einem anderen Messer umschauen, oder du sagst, nein, bitte stornieren, und wir erstatten dir das Geld, wie schon sagte, spätestens einen Tag, nachdem wir es bekommen haben, in unserem Lager, dann den gesamten Betrag inklusive den Versandkosten. Also hab nur Mut, schick's zurück, wenn du keine persönliche Verbindung zu den Taschenmessern aufbauen kannst. So, kommen wir jetzt zu den wunderschönen Taschenmessern. Die Edition Bell zeichnet sich aus eben durch eine gilochierte Biene, das heißt also, die Biene ist mit dem Rückenfeder geschmiedet und dass wir hier keine Doppelplatine haben. Wir haben hier bei alle drei Taschenmesser zusätzlich eine schwarze Einlage. Diese schwarze Einlage ist je nach Schmiede immer unterschiedlich. Das kann also hergestellt werden, zum Beispiel aus Ebenholz oder einem anderen Holz, je nachdem eingefärbt, oder aus Kunststoff, eine solche Kunststoffeinlage. Das ist immer unterschiedlich je nach Schmiede. Schauen wir uns jetzt mal Bell 14 an. Wir haben hier einen sehr, sehr schönen Mammutstoßzahn. Das ist braun. Die Einfärbungen von diesem Mammutstoßzahn sind in der Regel natürlicher Art durch die Erde. Die Mammutstoßzähne sind meistens in der Erde, in Sibirien. Und da verfärben sich je nachdem, welche Mineralien in der Erde zu finden sind. Deswegen sind alle Mammutbackenzähne immer Unikate. Wir haben hier auch entsprechend das Kreuz, das Hirtenkreuz, und hier die Edition Plain, sodass wirklich dieser Mammutstoßzahn über die gesamte Länge wunderschön wirken kann. Und wir haben hier auch nicht die gesamte Rücken gelochiert. Der Messermacher, Künstler von Laguiole Brac, entscheidet sich oft, dass er nur ein Drittel des Rückens gelochiert, entweder obere Drittel, der Mitte oder unteren Drittel. Und so wirkt natürlich das, was er macht, und auch die Biene, finde ich, viel, viel mehr, als wenn der gesamte Rücken komplett durchgelochiert wäre. Auch nicht zuletzt sicherlich eine Frage des Preises, denn diese Gilochage wird oft unter Mikroskop hergestellt. Das ist wirklich eine langwierige, langsame Arbeit, die letztlich natürlich auch Geld kostet. Hier haben wir eine sehr, sehr interessante Biene, so eine, nenne ich die mal, dicke Biene. Auch sehr schön gemacht, mit vielen Feinheiten und Details. Das Logo von der Schmiede Laguiole Brac eingeprägt in der Klinge. Und 12C27 modifizierter Stahl. Es handelt sich hier um ein Produkt in Brosé-Qualität, das heißt also, dass die Oberflächen des Metalls entsprechend mattiert sind. Das Messer lässt sich wie üblich in dieser Preisklasse sehr leicht öffnen und schließen. Und wir haben hier auch eine sehr gut mittig verarbeitete Klinge. Taschenmesser hat ein Gewicht von 78 Gramm. Die Taschenmesser in der Plain Edition sind oft unter 100 Gramm. Und das Messer kostet 970 Euro. Das zweite Taschenmesser, das Bell 15, hat auch eine Gilochage im oberen Drittel, eine ganz anders geformte Biene und ansonsten natürlich relativ ähnlich von der Materialstruktur und von der Klinge. Auch dieses Taschenmesser lässt sich gut öffnen und schließen. Auch hier haben wir eine gut verarbeitete, mittige Klinge. Wenn man sich die nochmal anguckt nebeneinander, dann kann man sehr gut diese Differenz sehen in der Biene und der Rückengilochage auf der einen Seite und die Struktur des Mammutstoßzahnes auf der anderen Seite. Also jedes Messer ist wirklich ein Unikat. Diese Taschenmesser sind ohnehin Unikate, aber diese Mammutstoßzähne umso mehr. Das dritte Taschenmesser, Bell 16. Das hat eine etwas futuristische Biene, wenn man sich das anguckt. Aber auch hier wunderschön gemacht. Und hier eine gilochierte Biene. Sehr schön auch hier diese kleine Ziselierung der eine Platine. Und im unteren Bereich
auch Blumen und Blätter. Sehr, sehr schön filigran gearbeitet. Diese Klinge ein bisschen links. Schauen wir uns nochmal alle drei jetzt in dem Überblick zusammen. Man sieht, die Biene ist völlig anders jedes Mal, die Rückengeloschage. Hier sind so eher wabenartige Muster und hier bei dem Bell 16 eher so die traditionelle Art der Blätter und der Blumen. Die Preise sind bei allen sehr ähnlich. Wir haben hier also 78 Gramm 970 Euro, 74 Gramm 970 Euro und hier haben wir bei Bell 16 76 Gramm und 1020 Euro. Kommen wir zu dem nächsten Taschenmesser, das ganz anders aussieht. Wir haben hier das Taschenmesser Coltar 01. Ich hoffe, da kommen noch ganz viele aus dieser Reihe. Ich finde es nämlich auch von der Klinge her sehr, sehr schön. Das erinnert zwar an manche Jagdmesser, die auch so ähnlich gestaltet sind, aber dennoch haben die hier die Messermalkünstler von La Gueule Nobrac eine eigene Form, auch in Verbindung mit einem eigen geformten Griff. Und sehr interessant finde ich auch hier die Biene, die hier hinten ist. Das hat folgende Funktion: Das Taschenmesser lässt sich hier so schließen. Das heißt, wir klappen es zusammen. Das geht nicht ganz zu, das bleibt hier ein bisschen auf. Ich muss dann das Taschenmesser zusammenklappen und dann diese Biene hier vorne zumachen. Und somit ist das Taschenmesser wirklich komplett zu. Es kann auch nicht mehr raus. Das ist hier eine Sperre, wie man sieht. Und wenn ich es öffnen möchte, ist es genauso leicht. Ich klicke dieses hier runter. Ich halte die Klinge am besten ein bisschen zu, damit es nicht von alleine hochgeht. Ansonsten, ich kann es auch so machen. Da kommt die Klinge von alleine hoch, je nachdem wie man es möchte, aber nicht, dass man sich hier verletzt. Deswegen, ich persönlich habe es ein bisschen sicherer, indem ich hier die Klinge festhalte und runterdrücke. Und dann kann ich das in Ruhe hochklappen. Und da geht es auch wirklich kinderleicht zu öffnen. Wird auch wie beim La Gueule Taschenmesser von einer Feder hier festgehalten. Das Konzept ist das gleiche, aber dennoch lässt es sich ganz leicht schließen und öffnen. Sehr, sehr interessantes System, finde ich. Und wir haben hier am Rücken auch nochmal eine Geloschage, auch nochmal hier so eine Feder, finde ich sehr, sehr schön, die Geloschage. Und das Holz ist Buchenholz. Auch hier sehr, sehr schöne Maserung, sehr wild, könnte ich mal sagen. Eine wahnsinnig tolle, also sieht man wirklich sehr, sehr selten eine so farbenprächtige Bemusterung hier, also Musterung von dem Holz. Wunderschön einfach. Das Taschenmesser kostet 750 Euro. Und hat ein Gewicht von 74 Gramm. Also wirklich optimales mitzunehmen. Und auch hier die Biene, das ist hier auch schön rund, die Ecken. Also es ist nichts, was irgendwie weh tut, wenn man es zum Beispiel in der Hosentasche tragen würde. Alles ist wunderschön poliert, fühlt sich super toll in der Hand an. Also wirklich ein tolles Messer von La Gueule Nobrac. Sehr, sehr schön. Der Coltar 1. Nochmal auf. Ich liebe es, also öffnen zu schließen. Taschenmesser in Übersicht, nochmal kurz die Preise eingeblendet und die Gewichte, damit man einfach eine Übersicht hat über die schönen Taschenmesser. Und ja, das ist sehr, sehr interessant, was La Gueule Nobrac macht. Ich finde es schön, wenn eine Schmiede auch neue Wege geht. Da war die Schmiede Claude Ozon immer bekannt für, dass sie ganz viele Designs macht. Dann unterschiedliche Messer, nicht nur Taschenmesser, sondern vor allem auch im Küchenbereich machen die ganz außergewöhnliche Taschenmesser. Und ich finde es und begrüße es natürlich sehr, dass jetzt auch La Gueule Nobrac ganz neuartige Taschenmesser herstellt. Und ich finde gerade dieses Coltar 01 ist wirklich außergewöhnlich schön.
Und das wird, denke ich mal, auch den einen oder anderen Liebhaber auch finden. Ich hoffe, das ist noch kein Unikat. Das warten wir noch einen Moment ab, wie die Schmiede sich entscheidet, ob die noch mehr solche Messer machen. Deswegen würde ich sagen, im Moment ist ein Halbunikat. Das heißt also, mit der Absicht möglicherweise noch mehr zu machen. Dennoch bleibt das Taschenmesser ein Unikat, weil diese wunderschöne Maserung des Holzes habe ich so noch nicht gesehen. Und ich bin gespannt, ob La Gueule Lambrach noch mehr solches Holz hat, das so eine tolle Maserung hat. Es hat mich gefreut, wieder das Video für dich zu machen. Denk dran, gleich kommen ja noch die wunderschönen Bilder, wenn du die sehen möchtest, in der Diashow. Da kannst du noch die wunderbar genießen. Und ich drehe die Musik ein bisschen lauter, damit du auch ein bisschen ein optisches und Audioerlebnis hast. Bis zum nächsten Mal. Dein Mr. La Gueule.